Servus zu Barbecue aus Franken, ein kleiner Ausflug in die asiatische Küche, genauer gesagt etwas in die kantonesische Küche. Wir machen heute, ich hoffe ich spreche es halbwegs richtig aus, Cha Sui. Das ist Schweinefleisch mit einer richtig schönen Marinade. Diese Cha Sui Marinade gibt es auch fertig, aber wir machen es heute selbst. Das Ganze wurde dann über Nacht richtig schön mariniert. Das ist eine Schweinelende, aber ihr schaut euch am besten jetzt mal die Zutaten an und dann machen wir hier bzw. am Grill weiter. Und dann schauen wir jetzt erst einmal auf die Zutaten, die bei mir am Brett liegen. Die Mengen natürlich wie üblich aus dem PDF findet ihr unten unter dem Video. Ihr findet einen Link, wo ihr hinklicken müsst, damit ihr zu dem Link kommt, wo das PDF ist. Aber jetzt schauen wir mal quasi im Überflug auf die Zutaten. Wir haben hier Ingwer, dann haben wir eine richtig schöne Schweinelende hier. Das sind ca. gut 600 Gramm, im Rezept wird 600 bis 800 Gramm stehen. Wir haben hier Knoblauch, da ist brauner Zucker drin. Wir haben Austernsoße hier, dann haben wir Sesamöl, dann Hoisinsoße, Sojasauce und wir haben so 5 Spice Powder, also quasi ein Fertiggewürz aus dem Asialaden mit 5 Gewürze. Und morgen werden wir dann noch brauchen ein bisschen Honig zu der ganzen Geschichte. Jetzt legen wir aber los, indem wir das Fleisch ein bisschen parieren, weil da ist ja doch ein bisschen was an Sehnen dran oder ein bisschen Fett. Das machen wir jetzt erstmal weg. So, schneiden wir einfach mal ein bisschen überflüssiges Fett weg. Müssen wir ja nicht unbedingt haben. Hier bei den Zähnen immer von uns wegschneiden, kurz drunter fahren und dann einfach an der Sehne entlang ziehen, rumdrehen und dann kann man das wunderbar wegparieren. Schaut, das ist jetzt schön. Passt. Ihr müsst übrigens nicht unbedingt so ein Schweinefilet nehmen. Ihr könnt da auch Stück Hals nehmen, das geht genauso, halt ein wenig so in Streifen schneiden, dass es so etwa die Form von einer Lende hat und dann geht es ganz genauso. Legen wir das Fleisch mal auf die Seite, was wir nicht brauchen, tun wir weg. Dann brauchen wir unseren Ingwer, schälen wir jetzt einfach mal ein Stück weg. So, den Anschnitt von tun wir weg. Und dann schneide ich einfach ganz feine Scheiben vom Ingwer, hack den einfach ein bisschen grob. Selbiges mit dem Knoblauch. Und dann einfach ein bisschen grob hacken. Dann müssen wir es jetzt nicht verkünsteln, hauptsächlich ist die Aromen. Gehen jetzt dann schön in die Marinade und von da aus ans Fleisch. So, Knoblauch-Ingwer können wir schon mal reingeben in eine Schüssel. Dazu gebe ich jetzt 2 Esslöffel von dem Sesamöl, 2 Esslöffel braunen Zucker, von der Hoisin-Soße gebe ich 3 Esslöffel rein. Also wenn sie rausmache aus der Flasche. Jawohl. 1 Esslöffel Austernsoße. 5 Gewürzmischung. Das verrühren wir jetzt. So, das ist jetzt quasi unsere Marinade. Und mit der Marinade marinieren wir natürlich jetzt logischerweise unser Fleisch. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr nehmt eventuell eine Schüssel, die ihr zudecken könnt, das Fleisch reinlegen, Marinade drüber, über Nacht in den Kühlschrank. Andere Methode, ihr nehmt so einen Zipperbeutel, Fleisch rein, die Soße dazu und die Luft rausnehmen aus dem Zipperbeutel, da gibt es eine einfache Möglichkeit mit dem Wasserbad, ich habe das schon mal gezeigt. Einfach so weit eintauchen bei leicht geöffneten Zipperbeutel, bis die Luft durch den Wasserdruck rausgedrückt wird. Dann habt ihr so ein kleines Vakuum. Ja, dritte Möglichkeit, ihr nehmt eben ein Vakuumgerät und das werde ich jetzt tun. Mein Vakuumbeutel ist zwar ein bisschen groß, aber ja, jetzt in dem Fall heile ich der Zweck die Mittel. Den Rand habe ich ein bisschen umgeschlagen, damit wir hier nichts großartig vollschmieren. Geben wir unsere Soße komplett rein, sprich unsere Marinade.
Teil ist ein bisschen. So, normalerweise könnte es jetzt so auch schon im Kühlschrank tun. Ich werde jetzt die Luft trotzdem rausziehen, ziehe einfach die Marinade besser ins Fleisch ein. Holen wir den Boiler mal da rein. Der ist leider etwas groß, aber ich habe gerade keine Zwischengröße bei der Hand. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Und los geht's. Schön, das sieht aus, wie wenn es kocht. Jawohl. Schon haben wir unser Fleisch schön im Vakuum. Kommt in den Kühlschrank. Bleibt da über Nacht und morgen geht's weiter. Ja, ihr habt gesehen, was ich gestern angestellt habe mit dem Fleisch bzw. mit der Marinade. Wie gesagt, gibt es ja fertig zu kaufen die Marinade, aber man kann es auch wunderbar selbst machen. Wir werden sie auch jetzt gleich weiterverarbeiten. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, da schauen wir jetzt nochmal drauf aufs Brett. So, was haben wir hier? Das Fleisch rausgenommen aus der Marinade, diese aufgefangen. Da machen wir gleich schön unsere Gläser draus. Dazu brauchen wir den Honig, den wir ja gestern schon gezeigt haben. Und wir werden ein bisschen Sandwich machen. Ich habe hier so fertige Fladenbrote. Idealerweise werden natürlich so richtig schöne Baobuns frisch gedämpft. Habe ich heute nicht die Zeit dazu. Deswegen greife ich auf so ein Produkt zurück. Ich verlinke euch aber mal ein Video, wo ich diese Baobuns gemacht habe. Könnt ihr, wenn ihr lustig seid, selber machen. Dann habe ich Petersilie, für mich stellvertretend für diesen Koriander, der normalerweise reingehören würde. Aber ich vertrage den Koriander nicht. Gibt ja zwei Menschenkategorien quasi. Die einen mögen Koriander, die anderen hassen Koriander. Ich mag Petersilie. Was habe ich noch? Ich habe hier frisch gerösteten Sesam und ich habe ein bisschen Frühlingszwiebeln und Karotte. Brauchen wir richtig schön zum Dekorieren. Und eine schöne, scharfe Chorizo. Wie nennt sich das Ding jetzt wieder? Chorizo Mayo. Richtig schöne Geschichte. Ich hoffe, ihr entschuldigt meine Aussprache, aber so ein Fläschler braucht ihr halt, wenn ihr es noch machen wollt. So, in diese Marinade gebe ich jetzt etwas Honig rein. Also ich mache mal so 2-2,5 Esslöffel in etwa. Das macht ihr bitte so nach gut Dünken. Je nachdem, wie süß dass ihr das haben wollt. Und gut ist es. Dann heizen wir die Sache mal an. Dann kochen wir das Ganze ein bisschen auf, ohne dass es anbrennt, hoffe ich zumindest. Und ja, lassen das nochmal ein bisschen kurz reduzieren. Und dann haben wir eine richtig schöne Glaze für unser Schweinefleisch. Da bleibt ihr bitte dabei und rührt kräftig und schaut drauf. Aber wie gesagt, das geht jetzt ganz schnell. Schon beginnt das Ganze zu kochen. Und jetzt ein bisschen, wie gesagt, dabei bleiben. Und wer viel rührt, putzt weniger später am Topf. Wer möchte, kann natürlich Knoblauch und Ingwer rausnehmen in die Stücke. Ich lasse es aber drin. Gibt mir jetzt noch mal einen schönen Geschmack rein. Zusätzlich noch, kochen wir jetzt noch ein bisschen aus, die ganze Sache. Und ja, ich war früher auch kein Ingwer-Fan. Mittlerweile, ja doch, meine Frau hat mich dazu bekehrt. Schmeckt richtig gut mittlerweile. Also vom Aufkochen her, ich sage mal so 2-3 Minuten. Dann sollte es bei dieser Menge passen. Und wie gesagt, das reicht jetzt auch bequem für das eine Filet. Und das können wir jetzt so dann verwenden für die Glasur, aber vorsichtig beim Topf anfassen. Wir machen das Ganze heute auf dem Broil King Imperial 95 Infrarot. Infrarot habt ihr schon gesehen, da haben wir gerade die Soße drauf gemacht, also sprich unsere Glasur. 200 Grad haben wir im Moment anliegen auf dem Deckelthermometer. Und ich platziere die Lende jetzt auf dem obersten Rost. Habt ihr so eine Lende, wo hier ein bisschen so der dünne Teil ist, hier dicker, hier dünner oder umgekehrt, da der dicke und da der dünne, völlig wurscht, wie ihr es halt auflegt. Legt so auf, dass ihr den dünnen Teil einmal umklappt, dass ihr eine schöne gleichmäßige Stärke auf der gesamten Länge habt. Nur so habt ihr einen richtig schönen gleichmäßigen Gargrad. Ich gebe jetzt aber trotzdem noch so einen Meter rein. Ich möchte wissen, wo wir sind. Halt ist, glaube ich, ein bisschen zu weit drin. Wir wollen die Kerntemperatur, sage ich jetzt erstmal, von 55, 60 Grad, was das erste Mal, die wollen wir überhaupt, wenn es geht. Jetzt machen wir den Deckel zu, lassen das Ganze mal so 10 Minuten drin und dann glasieren wir das erste Mal. Die ersten 10 Minuten sind vergangen. Wir glasieren auch das erste Mal. Oh, riecht es gut. Herrlich. Jetzt müssen wir natürlich die andere Seite auch erwischen. Jawohl.
dazu. So, ein paar Minuten später, wir wiederholen das Ganze nochmal. Also insgesamt plane ich so dreimal, dazu reicht auch die Marinade, die ganze Sache einzustreichen. Drehen wir es wieder. Ah, herrlich. Ich liebe sowas. Und nochmal zumachen. So, wir sind bei 52 Grad Kerntemperatur. Wir klassieren ein drittes Mal. Einmal rumgedreht. Und es hat jetzt genau gereicht, die Glasur, für dreimal glasieren. Jetzt lassen wir die mal ganz kurz antrocknen. Und dann versauen wir uns den Grillrost unten ein bisschen. Aber wir haben ja die Möglichkeit, alles wieder sauber zu machen. Deswegen sollte das kein Problem werden. Einmal kurz aufheizen, abwürschen, fertig. Das ist der Grill, kein Putz. Jawohl. Kerntemperatur fast erreicht. Und die Lende direkt auf den Rost. Das geht jetzt ratzfatz, Vorsicht, da ist Honig drin. Wir wollen bloß ein bisschen Röstarome noch holen. Da greift man dann ein wenig auf die größere Zange zurück. Da haben wir ein bisschen mehr Abstand zur Hitze. Ist doch ganz schön warm. So, ich glaube, mein Fleisch sieht gut aus. Jawohl, ich nehme es runter. Unser Fleisch kann jetzt im Moment ruhen. Schneiden unser Fleisch einmal an. Und, jawohl, oh, sehr saftig. Einfach mal ein paar Tranchen. Ich muss es ein bisschen komisch um die Kamera herum machen, dass ihr was seht. Jawohl, oh, herrlich. Der Duft vom Feinsten. Dann sind unsere Brote auch soweit. Da gebe ich jetzt einfach ein bisschen was von dieser guten Mayonnaise rein. Viel braucht es gar nicht sein, weil wir wollen das Fleisch ja nicht überdünchen. Dann verteilen wir Fleisch da drinnen. Und ich tue wieder immer wie üblich recht viel rein. Dann geben wir ein bisschen Frühlingszwiebeln dazu. Ein paar Karotten. Und wer mag Koriander? Ich Petersilie. Ich habe jetzt Krause, leider keine flachen mehr bekommen. Ein bisschen was von der Soße. Einen gerösteten Sesam drüber. Und fertig sind unsere Teile. Sind sie jetzt unsere schönen kleinen Teile mit Baobanz, wäre es vielleicht noch schöner, aber so bin ich sehr, sehr zufrieden. Optisch sensationell, ob es natürlich jetzt auch geschmacklich ein Erlebnis sein wird, ich werde es gleich wissen. Ich sag's euch gleich. Ich liebe ja die asiatische Küche und da gibt es so viele schöne Nuancen und das ist, glaube ich, wieder mal was ich so noch nicht versucht habe, zumindest selbst noch nicht versucht habe. Das werde ich aber jetzt gleich mal tun. So, ein Stückchen was von diesem Fleisch erstmal blank. Ja. Schön saftig. Ihr habt eine Süße dabei. Dieser Ingwer kommt gut raus. Knoblauch ist da. Salzig von der Sojasauce. Richtig lecker. Und jetzt das Ganze mal als Sandwich. Herrlich. Ich liebe sowas. Fingerfood. Herrlich. Meine Welt. Herrlich. Diese Kombination sensationell. Der geröstete Sesam, der reißt es auch noch so richtig schön raus. Da habt ihr so das Knackige von dem Gemüse hier. Wirklich richtig, richtig lecker. Also, tolle Geschichte. Macht das unbedingt nach. Ein Rezept findet ihr hier unten. Ich habe es ja gesagt, ihr könnt es ja auch nicht nur mit Lende machen. Das Ganze geht natürlich auch schön mit einem Schweinenacken, Schweinehals, auf jeden Fall Schweinebauch würde genauso gehen, bin ich mir ganz sicher. Macht das nach, es ist eine einfache Geschichte und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir vielleicht ein kleines Feedback gebt, ob ihr es gemacht habt, wie ihr es gemacht habt, wie es bei euch geworden ist, ob ihr zufrieden seid, ob ihr mit dem Rezept klarkommt, das ich unten ja immer bereitstelle.
Würde mich interessieren. Also Feedback immer gerne her damit. Schreibt es auch in Facebook rein oder wie auch immer. Ich lese es auf alle Fälle. Und wenn wir schon beim Lesen sind, wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, euch hat die ganze Geschichte gefallen. Und dann könnt ihr, wie gesagt, da reinschreiben, was euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat und warum und wieso und weshalb und was ihr das nächste Mal sehen wollt. Oder schreibt halt, nein, ich lese auf alle Fälle. Was haben wir noch? Ja, Kanal abonnieren wäre ganz schön. Da kommt das Logo vom Barbecue aus Franken. Vielleicht wollt ihr den Kanal abonnieren, kriegt ihr immer Infos, wenn was Neues gibt. Aber Voraussetzung dazu ist das Drücken dieser Glocke. Und ab und an gibt es ja mal Sondersachen, sprich am Samstag, Sonntag, Feiertag, wie auch immer. Ja, tolle Geschichte, mir gefällt es. Ich esse jetzt weiter. Euch wünsche eine schöne Zeit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch zu einem neuen Rezept. Ich bleibe bis dahin, euer Sven. Und ich mutiere jetzt nicht zum Asiaten, aber ab und zu schmeckt es halt richtig lecker. Mahlzeit. Ich könnte mich reinlegen.